Betten sind mangelbar. Was? Ich habe gestern 2 Stunden den Sprung versucht. Es ging mir gerade gleich ohne was sehr schwer. Toll. Also ich habe mir ohne... Das Ding ist ja, ich habe mir ohne... Also wir reden über diesen Sprung im DLC-Gebiet. Ich habe diesen Scheißsprung ja beim ersten Versuch schon geschafft. Für Innos. Ja, ja, für Innos. Ganz recht. Ja, 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 Innos, so. Sagte der Typ, der gerade die komplette Nacht wach verbracht hat. Dann soll er wirklich nicht verbracht. So. Was denn? In der Höhle war eine Eiterwand, da war ein Bett. Echt? Verdammt! Das sagst du mir natürlich jetzt. Warte mal, wenn wir mal schon mal hier sind, könnte ich da Uda gleich mal den Ring geben, oder? Hey, du. Ja, hier. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Mhm. Ich habe gehört, du seist der beste Armbrustschütze weit und breit. Wenn man das sagt, wird es wohl stimmen. Was willst du? Ja. Was? Ja, ich will kein Wettbewerb mit dir anfangen. Das ist übrigens eine absolute Gummiaussage mit so Innos will. Was soll denn das heißen, so Innos will? Das ist... Das kann ja alles bedeuten. Naja, ja. Wir geben uns in Gottes Urteil hin, das wird schon irgendwie... Ja, vielleicht doch nicht. Makro mich hier aus der Entfernung, damit ich jetzt nicht gerechnet. Hütte, tschutscha, tschutscha. Naja. Ist das eine Referenz auf Deus Vult vielleicht? Ja, ist es. Immer macht sich das Spiel die Mühe und übersetzt sowas. Ich meine, die reden ja immer explizit von Innos, ne? Sie sagen nie Gott ist groß, sondern die sagen immer halt, Gott will es, sondern die sagen halt immer, Innos ist es. Gott ist groß ist es ja das Allo-Ack-Bedingungsmuster. Snakebar. Genau, so ist es. Es gibt ja 3 Götter. Naja, das ist, der jeweils dritte Gott wird hier immer verleugnet. Ich würde stark behaupten, dass die Belial-Anhänger auch so behaupten, dass Innos eher ziemlich impotent ist. Und das Ding ist, wenn die Armeen der Dunkelheit wirklich von Belial quasi mehr oder weniger direkt kommandiert wird, dann ist Belial eindeutig der richtige Gott. Und Innos ist eher so, naja, ziemlich schwach, oder? Im Großen und Ganzen, weil das ist... Bis die Paladine versuchen hier irgendwie als letzte Maßnahme irgendwie irgendwelches Erz hier noch zu ernten, um irgendwie ihren bereits verlorenen Krieg noch zu retten, während die Armeen der Dunkelheit easy durchmarschieren. Also scheint mir Innos jetzt nicht gerade so die beste Schützenhilfe zu sein. Oh, ach, sorry. Haha! Das ist ein Schuss, den ich überlebt habe. Das ist ja unfassbar. Also ich weiß nicht, also das ist, ich, mein Vertrauen in Innos ist jetzt nicht so gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Alanus ist kein Gott, Ernst in der Wassermagie ist eine Zumutung. Ja, wir haben viel von Alanus gelernt. Zum Beispiel die Rüstung, die ich langsam mal anziehen sollte, wenn ich außerhalb bin, fällt mir gerade so ein, weil die mehr Raisi hat. Wäre vielleicht mal ganz klug. Ich weiß übrigens nicht, wie viel Snapper ich noch töten soll, bis das die Mission als gemacht, als fertig zählt. Was ist das hier? Ein Ring? Ich hätte halb damit gerechnet, dass es das hier eine Illowand ist, aber wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Was ist die Torseite wert? Die steht direkt drauf. Bursche! Wollen? Ach, die Truhe ist andersrum. Ach. Hey, ein Ulbenbogen, den ich nicht tragen kann. Und Pfeile. Adamus ist super. Aber bis jetzt sind wir keinen der Götter irgendwie mal begegnet. Also das ist... naja... Man könnte damit rechnen, dass irgendjemand sich mal melden würde bei uns, oder? So, jetzt sind wir übrigens wieder an der gleichen Kante, wie wir vorhin waren. Jetzt können wir auch einfach in die andere Richtung laufen. Warte, was standen die Echsenmenschen vorhin schon da rum? Ah, ja, okay, wir sind auf der anderen Seite jetzt. Ich kann mich leider nicht nochmal in den Bären verwandeln. Also doch, könnte ich schon. Wolf vor allem, nicht Bären. Aber ich will eigentlich nicht. Ach, an den Echsenmenschen kommen wir, glaube ich, auch so vorbei. Die Feuergolems, da waren eigentlich das große Problem. Das sind bestimmt Schnapperbirnen. Jetzt kannst du den Pfad rechts hoch. Ja, also das ist, Moment, ich kann den Pfad rechts hoch. Mal sehen, ob ich es auch überleben werde. Oh, hallo Botting. Grüße dich in deiner Ente. Mit dieser Feuergolem wird mir bestimmt nichts tun. Oh, Scheiße.
Nein! Das üben wir nochmal. Ich könnte auch einfach einen Trank der Geschwindigkeit trinken. Dann komme ich auf jeden Fall an dem vorbei. Du hast die Falschen getötet? Ich habe einfach alle Snapper getötet, die auf meinem Weg lagen, weil Snapper easy XP sind. Haha! Nehmen wir die Fahrt hier oben. Nein, 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 nein! Okay, wir gehen noch hier unten lang. Ich glaube, der andere Pfad wäre besser gewesen. Heilkräuter. Du sollst aufpassen in dem Bereich. Worauf denn? Auf die Feuerecke. Ach, das sind die Feuerecken, die ich vorhin von oben gesehen habe, oder? Ja, ich will aber eigentlich oben lang. Die Ex-Menschen scheinen nicht so viel Akku-Range zu haben. Also an sich kann ich jetzt ja machen, was ich möchte. Solange ich im Miedental bin, gibt es ja nicht keine Bedrohung, also gibt es ja keine Situation, die ich feststecken kann. Ich komme immer raus. Die E1-Feuerwehr? Ja, mit Plunge-Attacks sind die super schnell tot. Ich muss mich einfach nur auf die stürzen. Das hat damals beim Feuerdämon auch super funktioniert. Haha, ihr Trottel. Oh, scheiße. Das sind nicht nur Feuerechsen, die gemein sind. Meinst du, dieses komische rote Wabern könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass es hier auch weitere böse... Was? Wenn ihr den Bereich rum für dir zu Low-Level ist? Das könnte quasi der Untertitel meiner Biografie sein. Bernie rennt im Bereich rum, für die er so low-levelig ist. Ach du Scheiße. Quick save. Ich versuch's mal andersrum. Ey, der hat mich noch nicht mal berührt. Frechheit. Was ist ein Türsteher? Das ist ein richtiger Schrank. Warte mal, ich habe hier noch einen Joker. Den ziehe ich jetzt. Da kenne ich ja nix. Alter! Alter! Wie steht denn das hier? Hier oben auf dem Hügel ist bestimmt der Drache, oder? Da! Noch mehr. Oh! Hallo Drache! Jo! Na gut, ans Werk. Wie gut ist das ein Hammer bei? Gehen die super? Ich glaube, ich kann keinen Hammer tragen. Okay, gut, also ich sehe ein, wir kommen in die Richtung nicht so wirklich weiter. Oh nein, so knapp. Also, das Ding ist, ich kam mir gerade wie so, das sah gerade aus wie eine richtige Speedrun-Taktik, diesen scheiß Schnelllauftrank und dann den Drachen immer im Kreis rumrennen. Wenn ich jetzt irgendwo noch eine lame Waffe hätte, die irgendwie prozentualen Schaden machen würde, wäre das wahrscheinlich tatsächlich eine gute Taktik. Ich hoffe, ich komme jetzt hier weg, ohne von den Äxten zu werden. Ich habe eigentlich keinen Bock, nochmal zum Bock zu... Aua. Nee, das geht. Was, man kann die ohne Augen besiegen? Also ich nehme mal stark an, dass der Drache quasi optional ist. Also ich komme jetzt an den Feuerechsen. Ach, da unten sind... Ach. Das ist jetzt schlecht. Also die Lurker sind jetzt nicht das Problem, aber die Feuerwarane, die jetzt gerade probieren. Aua, genau die. Drachen sind nicht optional. Ach, verdammt. Ja, aber ich krieg den Drachen jetzt definitiv nicht tot. Ach, muss ich jetzt echt zum Bock zurück teleportieren? Nee, muss ich ja nicht. Ich hätte ja auch jetzt den Weg da nicht runterrennen müssen, aber... Du bist nur zwei Kapitel zu früh am Drachen. Also, ich kann mich an eine Sache an Gothic 2 erinnern. Und die ist, dass mein Vater ziemlich im Endgame von diesem Spiel zu diesen Drachen hingelaufen ist. Und diesen Verkleinerungszauber benutzt hat, den Drachen dann mit easy mit zwei Schlag aus dem Leben entfernt hat. Also es muss irgendwie gehen. Kannst du daran gar nicht killen? Doch, ich hab den mit damit. Ey! Hab ich den nicht Damage gemacht? Also eigentlich will ich jetzt bloß wieder da zurück, wo ich gerade war, aber das könnte jetzt gerade ein bisschen schwierig werden. Das ist nämlich plotrelevant. Och.
Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich vielleicht doch wieder ins DLC-Gebiet zurückgehen sollte, weil da prinzipiell sah das besser aus. Für mich. So im Großen und Ganzen. Ich guck mal, wie weit ich hier... Das Problem ist, wenn ich hier halt runterkraxe, ich glaube, das ist eher doof, oder? Oh, ich hab's dann schon überlebt. Sicher? Oh, jetzt geht's hier los. Jetzt wird hier Lore ausdiskutiert. Ich renne diesmal einfach mal geradeaus weiter, weil die Feuerwarane... Obwohl, ich könnte mich an die Feuerwarane noch einfach vorbeischleichen, oder? Ich meine, aus der Entfernung machen die nur Zeug. Solange die mich nicht mit ihren scheiß Feuerball treffen, ist alles gut. Und die Warane sind jetzt ja auch nicht so gerade die Geschwindigkeitswunder. Okay. Die Warane machen ja überhaupt keinen Damage. Also, vielleicht schon, aber nicht so viel. Und hier unten der Weg, das müsste da gewesen sein, wo ich gerade schon war. Aua. Hier rechts ist, glaube ich, gleich dieser dämliche See. Ja, ist klar, man kann die von vorher treten. Ja, wahrscheinlich führt das aber zu unvorhergesehenen Konsequenzen, wenn ich den Drachen vorher töten will. Mal von abgesehen, dass ich gerade den. Es wäre vielleicht machbar, wenn ich den Drachen im Nahkampf besiegen könnte, der mich denn. Er nur so eine Feuerballattacken hätte, die auf Entfernung sind, der halt sich halt immer umpositionieren würde. Ach, guck mal, hier ist noch ein Snapper. Den hauen wir um. Solange es nur einer ist. Habe ich den vergessen? Ich hatte übrigens vorhin schon gesagt, dass man die Wege, die ich lang gehen darf, schön daran erkennen kann, dass da einfache Gegner rumstehen, wie zum Beispiel Wölfe. Und der Rest komplett mit Orks vollgestellt ist. So. Haben wir jetzt alle Snapper? Ich habe vor Jahren mal probiert, das hat nicht geklappt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob er Schaden genommen hat, weil davon abgesehen, dass ich eh relativ wenig mache. So, mein Lieber, die Snapper sind alle tot. Ne, anscheinend nicht. Okay, gut. Dann sind die Snapper nicht alle tot. Das ist natürlich sehr schade. Ich würde gerne das Erz klauen. Das kann ich bestimmt gut gebrauchen. So, jetzt gucke ich erstmal, ob hier irgendwo ein Bett ist an der Schleimwand. Ne, hier ist kein Bett. Also ich hätte hier nicht pennen können. Das war schon die richtige Entscheidung, zurück zu teleportieren. Ja, ne, hier nachts solche Snapper zu jagen, das gebe ich mir nicht. Das können die Leute ja einmal. Die haben ganz schön viele Gräber hier gegraben. Hier Snapper hier haben. Achso, wir haben ja gesagt, da oben sind noch Snapper. Genau, die haben wir noch. Ja, easy, die kriegen wir auch tot. Das ist drei Stück. Zwei hau ich mit Feuerball um, den letzten hau ich dann. Die Blutfliegen schon der größere Gegner. Vor allem, wenn ich die Blutfliege stirb, bevor die anderen da sind. Also vier, oh, das könnte ein Problem sein. Das ist halt echt dumm, dass du halt die alle ansoftest und keine richtig tötest. Oh, Altens. Stirb halt. Nichts zu holen. Türken der Strafkolonie, hast du was gegen Türken? Gibt es in Österreich überhaupt Türken? Quicksave. So, Freunde der Sonne. Feuerballzeit. Ja, ich bin ruhig. Ach, jetzt noch Wölfe. Die müssen wir als erstes töten. Also manchmal läuft es ja auch mit den Schlägen, ne? Das, wenn die Wölfe schön weggekrittet werden, dann ist das auch sehr, sehr erfreulich hier, das Ganze. Was? Willst du deinen Körper einzeln wieder hochschieben, weil man die Lebenspunkte bei ihm sehen kann? Erst kurz. Jetzt wird er gerade noch kürzer. Ist es so spannender? Er wird kürzer. Ja, alles über 25% Lebenspunkte ist Luxus. Und Leben ist eine Ressource. Bergkristalle. Wer mit mehr als einem am Ende lebt, ist fertig wird, hat Ressourcen verschwendet. Gibt es denn quasi Zaubersprüche, die Lebenspunkte kosten? So. Ich hoffe, das waren jetzt alle Snapper, die er haben wollte. Ich habe einen echt bedrohlichen Weg bis hierher auf mich genommen. Ich habe zum Beispiel einen Drachen gesehen in der Höhle. Ich finde es übrigens schön, dass extra nochmal betont wird, dass es sich um einen Feuerdrache handelte. Ich gehe davon aus, dass es auch noch Eisdrachen gibt. Wahrscheinlich auch noch Giftdrachen und auch lustige Drachen und andere Drachen.
Balance und Designtechnik Shampoo Classic 2 wirklich sehr geliebt. Also es erinnert mich halt extrem an. Also jetzt geht's ja so halbwegs, es erinnert mich extrem an Alex, was übrigens viel später gebaut wurde. Dass du halt am Anfang überhaupt keinen Stich siehst, an jeden Gegner rumwirkst und das irgendwie gerade so halb klappt und du irgendwie mit vier Ressourcen auf einen Gegner tot gespielt kriegst, dann du später irgendwie das die so ein bisschen kaputt lamen kannst, aber es immer noch nicht läuft, am Ende bist du absolut überpowered wahrscheinlich. Guten Tag. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Die Echsenmenschen, Drachen, Feuergolems und Feuerwarane. Bestimmt, gewiss. Die schafft er alleine. Also. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Piranha versucht der Gothic 2 nochmal Gothic 2 zu machen. Ja, also Alex ist ja nicht relativ nah dran, ne? Hallo Tengron, ich habe deinen Ring ausgeliefert übrigens. Ah, oh, ne, kann ich nicht erklären. Dass er übrigens 2 Kisten da hat, hätte ich eventuell vielleicht auch gerade so noch, also, das hätte ich ahnen können. Hey, du. Ah, stimmt auch noch. Nehmen Sie die Bereiche, die man betreten kann, da ich die Gegner abteilen und da ich auch das Level relativ smooth gestalten, dass es in einem bestimmten Bereich vom Spiel ist. Hast du jemals Divinity 2 Ego Draconis gespielt? Botting? Das ist sehr ähnlich, was das angeht. Da sind die Gebiete auch durch die Gegner abgeschränkt. Also es hat natürlich noch eigene Kapitel, aber da merkst du auch sofort, wenn du am falschen Ort bist. Das ist total ärgerlich, wenn du irgendwie einen Dungeon übersiehst, den du hättest machen sollen. Also das Spiel gängelt dich extrem. Wenn du halt einen Dungeon übersiehst, dann bist du auf einmal viel zu schwach oder quälst dich übel durch, nur um dann zu merken, dass du halt was übersehen hast, der Ort, der dann total einfach ist. Wein, Bergkristall sind zur Heilung, 50 Gold. Ich wäre nur das Beste aus Classic 2. Mal das gleiche Spiel nochmal. Sag mal, dieser Turm hier, Eingänge sind gibt's nicht, oder was? T-Screen hat Pioneer Base gekauft, da haben wir Classic 3 reloaded. Ich denke, Classic 3 ist ganz gut spielbar mit Mods. Okay, gut, das ist anscheinend. Also, irgendjemand hat sich offensichtlich hier gedacht, wir bauen eine Struktur auf, die man nicht rein kann und generell überhaupt die. Lol. Das könnte übrigens ich in Minecraft sein. Ich mache sowas auch immer gerne. Irgendwelche komischen, sinnlosen Türme in der Landschaft flocken, die übel weit draußen stehen, wo du denkst, du warst noch nie da, dann steht da so ein dummer Turm. Oder alternativ. Oh fuck, ich könnte eventuell sterben, je nachdem, wie ich Pech habe. Oder ich bleib einfach hängen. Nein, das ist jetzt immer gespeichert. Das wäre jetzt gut zu wissen. Sieht so aus, als würde ich mich gerade stabilisieren. Das ist schlecht jetzt. Ja, das ist ein super solides Konzept, das ein wenig aus der Mode gekommen ist. Ja, aber heutzutage muss doch alles einfach sein und darf nicht deprimieren und es muss doch alles easy sein. Du heißt Miyazaki, dann kannst du machen, was du lustig bist. Das muss doch heutzutage alles easy sein. Du kannst das sowas nicht mehr machen. Ist ein bisschen wie früher. Ich muss immer. Das ist, wenn die Nacht reinbricht, muss ich zurück nach Hause zu Mutti ins Bett. Also nicht zu Mutti ins Bett, aber ins Bett bei Mutti. Weil gibt hier draußen ja keine Matratze. Ich habe Classic 3 damals bei Release gekauft. Das war eine Erfahrung. Ich habe damals nur in der GameStar davon gelesen. Und dachte mir so, naja gut. Ich bin 14. Nix verpasst. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich damals war. Wahrscheinlich so in den Dreh. Wann kam das raus? 2006 oder so? Was sind das hier für Freunde? Ich dachte, das ist, wenn ich Gothic 1 gespielt hätte, wüsste ich jetzt bestimmt, was es mit dieser Brücke hier auf sich hat, oder? Mit diesen lustigen. Das sind aber nicht die Reste von Zardas sein Turm, oder? Naja. Ich habe mit Zardas schon lange nicht mehr geredet. 2006, okay. Sagt der Typ, der Sekiro streamt. Ich habe diese Woche kein Sekiro gespielt, möchte ich mal darauf hinweisen. Ich hatte mir fest vorgenommen, das offline zu spielen, ein bisschen in Ruhe. Wo ich dann halt nach 30 Minuten mich erst auf die Couch legen kann, ein bisschen ins Kissen schreien und dann weitermachen. Aber kam die ganze Woche immer total müde nach Hause und das hat mich. Ich brauche für Sekiro mal aufgefallen, brauche ich eine gewisse Wachheit. Ich brauche dafür Konzentration und die habe ich nicht immer. Ach, das ist jetzt schon mehr Mist. Habe ich nicht noch ein bisschen Mana über? Das ist voll gut. Okay.
bin gerade verwirrt, dass ich nur eine einzige Blutfliege geackert habe. Hallo. Statt alle 5, wie ich erwartet hätte. Da kommen die auch noch um. Die nehme ich noch mit. Ja, da hinten ist hier schon die nächste Höhle, oder? Oh, das war ja einfach. Vielleicht finde ich ja nicht Diego. Hier hinten ist ja noch so ein Stück Turm. Sind diese Turmteile irgendwie durch die Gegend geflogen, oder was hier passiert? Naja, wie dem auch sei. Mehr dazu beim nächsten Mal.